Was geht denn jetzt? Aber pinkelt gerade. Und ganz arg an die Genitalien gefasst hat. Guck mal, wie er da rumschlappt und meint, er kann uns irgendwie anfassen. Übrigens, Leute, kennt ihr eigentlich Hello Neighbor? Ist so ein cooles Spiel, wahrscheinlich ziemlich unbekannt. Man nennt mich auch Hipster-Killer. Kenners! Willkommen zu Hello Neighbor. Folgt mir nun auf einer Reise durch die Map. Schaut euch diesen wunderbaren Friedhof an. Jedes Kreuz steht für einmal, wo er uns einfach erwischt hat und uns ganz arg an die Genitalien gefasst hat. Was mache ich denn mit meiner Hand? Ach gut, ist die schön, oder? Er ist so ein bisschen filigran am Start, ne? Ich habe auf Facebook einige Konsolen-Commands geschrieben bekommen. Oh, die Sonne ist so schön. Mit denen man unter anderem hier ein bisschen schlendern kann. Wow. Wir können zum Beispiel in dieses geöffnete Haus nicht. Ah doch, schaut es euch an. Ist das nicht schön? Die Map ist schon echt cool gemacht. Da hinten ist sogar ein See. Hier ist ein See. Auf dem See ist ein Haus drauf. Man sieht es doch nie im Spiel. Also zumindest soweit wie das Spiel jetzt ist, sieht man doch diesen See nie. Müssen wir mal eben rausfliegen aus der Misere. Das will ich mir doch... Guckt euch das an. Das ist der Schuppen, ne? Der doch bei ihm im Garten steht. Einfach mitten im Spiel. Es gibt hier einen See. Das Haus am See. Was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Und vor allem, kommt es noch ins Spiel rein? Fragen über Fragen. Die Antwort weiß nur, der Wind. Der Wind. Der Wind. Aha. Hier steht schon das Auto parat, falls man die Straße... Wow! Falls man die Straße überqueren will, donnert es hier an einem vorbei. Schaut mal hier, man kann in dieses Haus reingehen. Da unten wohnt der böse Nachbar. Hier ist unsere Couch irgendwo und wir können sogar... Einfach in dieses... Ah, okay, das ist das gleiche wie das andere auch. Ist natürlich gut. Ich will mal auf den Berg da hinten hoch. Da steht auch ein Haus drauf. Das will ich mir mal genauer ansehen. Warum ist hier überall Zaun? Als würden sie versuchen, einen doch abhalten zu wollen, irgendwie von der Erkundung der Karte. Guckt euch das an. Das Haus auf dem Berg. Es wacht über der... Oh. Okay. Es wacht über der Stadt. Guck mal, dieses hohe Gras. Was haben sie hiermit vor? Ich wollte sagen, shit, was ist das late, aber es ist nur hohes Gras. Was ist denn hier? Was liegt denn hier rum? Ah, hier ist das Stromkabel einfach abgerissen. Hier sind ganz viele Mohnblumen. Oh, ich greife mir eine. Hier jetzt nochmal die ganze Chose von oben. Hier ist das Nachbarshaus. Da läuft da oben der Neighbor. Guck mal, wie er da rumschlappt und meint, er kann uns irgendwie anfassen. Hier ist unser anderes Haus. Und dahin ist das Gartenhaus, das wie gesagt auch auf dem Teich da hinten steht. Schaut mal. Und diesen Teich finde ich echt bombastisch. Ich will mal kurz runtergehen und schauen, ob ich den doch von hier sehen kann. War ich einfach zu unachtsam? Man kann ihn nicht wirklich sehen, aber er ist angedeutet eben über diese Schilfpflanzengeschichte. Und jetzt können wir auch gleich in diesen geheimen Raum betreten, der scheinbar nicht aufgeht. Und er geht aus dem Grund nicht auf, dass es gar kein richtiger Raum ist. Aha, ach so. So darf ich das verstehen. Und hier ist unser Auto versteckt. Was geht denn jetzt? Aber pinkelt gerade. Ist das cool? Der kann auch pinkeln gehen, der Kerl. Jetzt geht er baden. Er ist am Bad. Das finde ich echt ultra nice, dass er so Zeug eingefügt haben. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe ja bis jetzt nur pennen gehört. Schaut mal, der Teich ist eingerahmt, damit er nicht ausläuft wahrscheinlich. Ich will mal kurz reinfliegen. Möglicherweise... Ah, ist das das Wasser? Ja, das ist das Wasser. Ja, Kinder, so weit, so gut. Ich werde jetzt die Tage noch einige Hello Neighbor Videos raushauen. Da ich sie aber recht kurz halten werde, werde ich ohne Probleme alle anderen Videos trotzdem erscheinen lassen. Also, Donnerstag kommt CSGO, Freitag kommt League of Legends, Samstag kommt dann das Gewinnerauszählungsvideo vom Giveaway und so weiter und so fort. Und zwischendurch werden andauernd Hello Neighbor Videos kommen, weil ich endlich mal nicht der letzte verschissene Dödel sein will, der ein paar Secrets zeigt oder der ein paar geheime, tolle Dinge zeigt oder was weiß ich. Bei der Alpha 1 war ich immer der, der nachdem alle Leute, also jetzt speziell auch im deutschen Raum, ihre Videos gemacht haben, kam ich angekrochen und habe gesagt, übrigens, Leute, kennt ihr eigentlich Hello Neighbor? Ist so ein cooles Spiel, wahrscheinlich ziemlich unbekannt. Man nennt mich auch Hipster-Killer. Also von daher macht's gut, schaltet das nächste Mal wieder ein und gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Sonst komme ich bei euch vorbei und mache aber was extrem Unangenehmes. Ich weiß noch nicht was, aber es wird euch erst nicht gefallen. Irgendwann dann schon.